Hallo Boris, heute hatten wir in der Schule eine sehr interessante Lektion über die ersten Herrscher des Zweiten Bulgarischen Reiches, Peter, Assen, Kalojan und Iwan Assen der Zweite. Ich konnte nicht alles verstehen. Weißt du mehr über sie? Hallo Irina, natürlich tue ich das. Was willst du denn genau wissen? Kannst du genauer sein? Der Lehrer hat etwas über den Beginn des Aufstands im Jahr 1185 erwähnt. Etwas über eine Kirche, aber das konnte ich nicht verstehen. Ach ja, so fing der Aufstand an. Am Tag vom heiligen Dimitar im Jahr 1185 verkündeten Peter und Assen den Beginn des Aufstands vor den Menschen, die sich zur Einweihung der Kirche St. Dimitar in Tarnowo versammelt hatten. Sie nutzten dieses religiöse Motiv, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Heilige Thessaloniki verlassen hatte und bereits Tarnowo beschützte. Du weißt, wie wichtig Religion im Mittelalter war. Dies gewann definitiv die Unterstützung der Bevölkerung für den Aufstand. Ein beeindruckender Beginn dieses sehr wichtigen Aktes für die bulgarische Geschichte. So begann die Befreiung der bulgarischen Länder von Byzanz. Weißt du, der Lehrer hat auch etwas über den Charakter des Zaren Kalojan erwähnt. Er spricht sehr schnell und manchmal vermisse ich einige Dinge. Würdest du mir auch mehr darüber erzählen und ich werde ihn bitten, das nächste Mal langsamer zu sprechen? Das ist ein sehr interessantes Thema, Irina. Sowohl Assen der Erste als auch Kalojan waren aufbrausend und zögerten nicht, wenn nötig, grausam zu sein. Die Quellen sind nicht immer vollständig objektiv, daher können wir ihnen nicht vollständig vertrauen. Aber die Byzantiner sagten, dass er Griechentöter genannt wurde, weil er das Massaker an Samuels Soldaten durch Basileus II., der Bulgarentöter genannt wurde, rächte. Während der Belagerung von Varna zögerte er nicht, in der Karwoche anzugreifen. Er war ein ernsthafter Krieger und Diplomat. Möchtest du mehr über die Ehen von Iwan Assen II. Wissen, was ein weiteres sehr interessantes Thema ist? Natürlich tue ich das. Ich bin ein Mädchen und das war die interessanteste Tatsache für mich. Ich habe mir viele Dinge gemerkt, aber es wird mir sicherlich nützlich sein, sie noch einmal zu hören. Die erste Ehe von Iwan Assen II. War die Ungarin Anna Maria, Tochter des ungarischen Königs Bela. Der Zar stellte dem Ungarn eine Bedingung, da er von einem Kreuzzug zurückkehrte und seinen Weg nach Ungarn über Bulgarien führte. Iwan Assen II. Würde Bela nur passieren lassen, wenn er zustimmte, dass Iwan Assen II. Seine Tochter heiratete. König Bela hatte keine andere Wahl, als zuzustimmen. So gewann der neue bulgarische Herrscher gleich zu Beginn seiner Herrschaft die nordwestlichen Gebiete in der Stadt Belgrad an Bulgarien zurück. Es ist interessant, was die Quellen über die letzte Frau des Zaren sagen. Irene, die Tochter von Theodoros Komnenos. Es wird gesagt, dass er sie nicht weniger liebte, als Marcus Antonius Kleopatra liebte. Siehst du, wie im Mittelalter Wissen aus der Antike bewahrt wurde? Wow, Boris, das war sehr interessant. Der Lehrer liebt das Mittelalter sehr und wenn ich ihm die Tatsachen erzähle, wenn er mich fragt, wird er mir zu 100% eine 6 geben. Ich danke dir sehr. Natürlich, Irina. Du kannst mich jederzeit fragen, wenn du mehr über die glorreiche Geschichte Bulgarien erfahren möchtest.